Hi, willkommen zum Video über Nike. Heute etwas umständlich hier. Ich halte die Kamera so rum. Ich hoffe, ihr seht mich dann immer komplett und hört mich gut. Ich will heute mal über Nike sprechen. Und zwar geht es eigentlich um das Thema Kaufen ja, Kaufen nein oder Kauf vielleicht. Was bedeutet vielleicht? Ihr seht es vielleicht, ich habe ein Nike-Shirt an. Das ist aber eins, was man hier für 8 Euro am Strand kaufen kann. Natürlich kein originales. Und ich will erstmal sagen, wie ich jetzt auf Nike gekommen bin. Natürlich ist der Kurs gefallen. Wir kommen von 180 Dollar im Hoch. Wir sind jetzt bei 92 Dollar. Und ich war jetzt hier in einem Outlet. Da gab es Adidas, da gab es Puma, da gab es Nike. Und was mir aufgefallen ist, im Nike Store war am meisten los. Und ich habe dort auch eine Jogginghose gefunden. Zeige ich euch dann vielleicht nochmal ein Bild von Jordan, dieser Air Jordan Reihe. Und was mir aufgefallen ist, bei Nike waren mehr Leute und Adidas hat einfach so ein bisschen altbackenes Sortiment. Das kann natürlich am Land liegen, das kann sein, dass das woanders ganz anders ist. Aber das sind diese klassischen Jogginganzüge aus den 90ern. Da gibt es wenig moderne Sachen, da gibt es so wenig richtigen Freizeitlook, außer so ein Standardpulli mit einem großen Adidas-Logo. Nike hat auch eher mal dezentere Sachen. Gefällt mir einfach besser. Also ist schon mal eine gute Marke. Und was mir auch, oder was euch, was allen, denke ich, aufgefallen ist, das Thema Nationalelf ist nicht entscheidend, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Adidas da zu arrogant ist, zu wenig aggressiv und gedacht hat, ja, wir haben den Deal in der Tasche. Und Nike einfach vielleicht ein bisschen eben kapitalistisch-amerikanischer ist, obwohl natürlich Adidas auch börsennotiert ist, ist ja logisch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Nike da besser aufgestellt ist und das sieht man vielleicht auch an dem Nationalelf-Deal. Jetzt kommen wir mal zu Pro, was spricht für einen Kauf von Nike? Und da, jetzt war Berkshire Hathaway Konferenz und Buffett hat es wieder gesagt, die schauen nie auf Konjunktur, auf irgendwelche Kursbewegungen, die schauen sich immer zuerst das Unternehmen an. Stimmt natürlich nicht ganz, denn zum Aussortieren brauchst du irgendeine Preiskennzahl, um das Value grob zu ermitteln. Aber tun wir mal so. Und das Pro-Argument für den Kauf von Nike ist ganz einfach. Ich hoffe, ihr seht mich. Wie gesagt, ich filme mich jetzt hier selber falsch rum. Ich sehe mich nicht selber, also ich hoffe, ihr seht mich. 92 Dollar. Wir haben eine Market Cap von 140 Milliarden. 92 Dollar ist der Kurs. Wir kommen von einem Hoch von 180 Dollar. Wir haben jetzt ein 3-Jahres-Tief im Kurs. Das spricht schon mal dafür. Wir haben wirklich eine starke Marke, ein starkes Image. Das ist das, was ich eigentlich schon gesagt habe. Umsatz, Gewinn und Free Cashflow. Alle zusammen wachsen um 8-10% pro Jahr, so war es zumindest in den letzten 10 Jahren. Das ist schon mal gut. Wir haben eine Gewinnmarge von 13%, das heißt von 100 Dollar Umsatz bleiben 13 Dollar Gewinn übrig. So ungefähr. Und sie haben aus meiner Sicht ein großes Potenzial, wusste ich gar nicht. Bei Guru Focus steht 69% vom Umsatz werden mit Schuhen gemacht, mit Footwear. Und da hat Nike natürlich extremes Potenzial. Ich habe, glaube ich, gar keine Nike-Schuhe, sondern ja, Adidas-Schuhe, aber T-Shirts, Pullover, Hosen gefällt mir von Nike besser. Das heißt, aus meiner Sicht haben sie da noch Potenzial, den Umsatz einfach, den Market Share zu erhöhen im Bereich Bekleidung. Sie haben von der Bilanz her ein wirklich stark positives Working Capital. Sie haben 14 Milliarden langfristiges Fremdkapital und 11 Milliarden Cash. Sie können fast die ganzen langfristigen Schulden mit Cash bezahlen. Also, das ist doch schon mal eine super Sache. Und sie sind, wie Adidas, aber nicht wie alle Hersteller. Sie stellen das Produkt her. Ob Nike selbst im Online-Shop verkauft oder über Footlocker oder über Walmart, ist egal. Sie haben das Produkt und es gibt viele Vertriebswege. Und das ist zum Beispiel der Unterschied zu Footlocker. Die sind ein Retailer einfach nur. Kommen wir mal zu Contra. Was spricht denn gegen Nike? Und da sind wir jetzt eigentlich bei der Bewertung. Und das ist schon die Kurzfassung. Gegen Nike spricht die Bewertung. KGV 27. Ratio der letzten 5 Jahre 2,75, also auf Basis der Zahlen der letzten 5 Jahre. Price to Free Cashflow 23. Und wir sehen das schon, KGV 27, wir haben jährliches Wachstum von 8-10%. Das heißt, da ist eben die Pack Ratio ungefähr bei 3 und das ist schon wirklich hoch. Nächstes Thema, was wir noch haben, wenn wir mal Discounted Cashflow Methode anwenden, egal ob für EPS, für Free Cashflow oder für Dividende. Die Dividende beträgt übrigens 1,6%. Kommen wir auf ein Fair Value von ungefähr 50-60 US-Dollar. Wir haben jetzt Kurse von 92 Dollar. Ich muss aber auch sagen, wir kommen eben von 180. Das heißt, es ist stark gefallen.
Aber rein jetzt von der Bewertung ohne das Markenimage und irgendwie Vorhersagbarkeit kommen wir eigentlich auf ein mit Discounted Cashflow $50 bis $60 Fair Value. Da ist keine Margin of Safety drin im jetzigen Kurs, wenn wir diese Bewertungsmethode ansetzen. So, und warum sage ich vielleicht? Ich stehe mal auf. So, warum sage ich vielleicht? Dann könnt ihr noch ein bisschen was im Hintergrund sehen. Wobei nicht in die Sonne. Also, ich bespare den S&P 500, das machen viele. Und jetzt laufe ich doch mal ein Stück. Den S&P 500, das machen viele. Und da ist Nike auf Platz 76 mit einer Gewichtung von nur 0,26%. Das ist wirklich nicht viel, aber sie sind im Index drin. Und übrigens im Index, im S&P 500, sind nur drei drin, die Guru Focus als Manufacturing Apparel einstuft. Und Apparel bedeutet in dem Fall Kleidung. Und da gibt es nur drei. Die blende ich euch nochmal ein. Ralph Lauren, Nike und noch irgendwas. Das heißt, sie sind dort mit drin. Und es besteht natürlich einfach immer die Möglichkeit, hier über den Index das anzusparen. Und damit passiv eigentlich zu investieren und nicht jetzt die Einzelaktie zu wählen. Und das ist eigentlich auch das, was ich jetzt favorisieren würde. Ich würde nicht unbedingt jetzt eine Nike kaufen, weil mir die Margin of Safety fehlt. Auf der anderen Seite, wenn ich nur das Unternehmen betrachte, halte ich die Marke für extrem stark, deutlich stärker als Adidas. Das würde wiederum für einen Kauf sprechen. So, jetzt können wir hier noch ein bisschen schauen, damit ich die 8 Minuten vom Video noch voll kriege. Ne, kleiner Spaß, obwohl ein bisschen stimmt. Ich bin jetzt ungefähr bei 7 Minuten. Zeige ich euch hier mal noch Canpicafor. Wer kennt es nicht? Auf Mallorca, schöner Ort, heute 20 Grad ungefähr. Gestern waren sogar bis zu 27, deutlich besseres Wetter. Auf jeden Fall Sonnenschein. Wir wollten eigentlich erst nach Kroatien fahren. Da war aber angekündigt 19 Grad und ein bisschen Regen. Und da ist doch Malle die bessere Alternative. Auch jetzt mit 3 Tage vorher buchen, preislich noch halbwegs okay. Haben ein 3-Sterne-Hotel. Ist doch nicht schlecht. Ansonsten vielleicht mal noch was hier von mir zum Investieren. Ich schaue jetzt wirklich gar nicht mehr in mein Depot. Also das letzte war das Depot-Update. Und ich will das jetzt einmal im Monat machen. Also ich schaue nicht auf meine Einzeltitel, ich schaue nicht auf meine Watchlist, ich schaue nicht, was der Index macht, ich schaue mir nichts an. Ich habe die Stock3 App nicht deinstalliert, sondern vom Startbildschirm entfernt. Das reicht ja schon, um es nicht zu sehen, nicht drauf zu klicken. Und ich finde das wirklich gut. Natürlich, meine Kurse sind deswegen nicht besser oder es entwickelt sich jetzt, entwickeln sich die Aktienkurse natürlich nicht besser im eigenen Depot dadurch, allein dadurch. Aber es ist doch trotzdem einfach entspannter und man schafft es einfach langfristiger zu denken. Und das ist doch auch schon mal was. Ich habe jetzt gestern angefangen, mir das Berkshire Hathaway Meeting anzuschauen. Das kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Buffett leider natürlich alleine, ist ja klar. Charlie Munger ist gestorben. Er hat aber jetzt zwei seiner CEOs mit hochgeholt auf die Bühne, die sonst immer daneben saßen, um hier den Übergang zu machen. Man sieht jetzt jedes Jahr, wie alt er geworden ist oder wie er jedes Jahr älter wird. Das war ja bei Munger schon genauso. Ist ein bisschen traurig. Auf der anderen Seite ist er so alt. Ich glaube, wie alt ist jetzt Buffett? 92. Und trotzdem noch mental so fit. Er redet ein bisschen langsam, stellt einfach das Video ein bisschen schneller. Ich habe 1,25 Speed. Das reicht schon aus bei YouTube. Und dann ist das wirklich interessant. Und am Anfang, es gibt das 7-Stunden-Video von CBS, NBC. Naja, dort, wo es gestreamt wurde im Fernsehen in den USA. Und schaut euch den Anfang an, nicht die ersten 15 Minuten, wo Becky mit so einem Typen quatscht, mit so einem Fondsmanager, sondern dann gibt es eine extrem gute Doku über Charlie Munger nochmal, wo die besten Zitate gezeigt werden von Berkshire Hathaway Meetings und solche Sachen. Das ist wirklich schön, da bin ich jetzt noch mittendrin. Dann kommt Buffett, wie er seine Ergebnisse vorstellt, die Fragen beantwortet. Einfach sehr interessant. Das empfehle ich euch noch. Dann hoffe ich, diese Art von Video hat euch gefallen. Das heißt, ich werde jetzt im Nachhinein beim Schneiden noch ein paar Grafiken mit einblenden und ein paar Informationen, worüber ich jetzt gesprochen habe. Aber das ist jetzt mal nicht diese Sache hier nur am PC und nur mit Bildschirm teilen. Würde mich jetzt wirklich interessieren, schreibt mir in die Kommentare, ist das was, wo ihr sagt, das ist interessant, man kann hier ein bisschen was sehen und du erzählst was. Und ich meine, der Inhalt ist natürlich mehr oder weniger der gleiche. Oder sagt ihr, nee, ich will die ganze Zeit hier die Grafiken sehen. Und das ist für mich übersichtlicher als hier so ein Außenvideo. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal. Schaut mal, ob ihr Kanalmitglied werden wollt. Dann könnt ihr auch dieses Video zum Beispiel eher sehen oder hättet es eher sehen können. Und natürlich
Affiliate Links, CapTrader Depot oder zum Beispiel Seeking Alpha, 20% gibt es da Discount aufs erste Jahr Premium. Schaut mal rein, ob für euch was dabei ist. Ich verabschiede mich hier mit der Sonne ins wahrscheinlich regnerische Deutschland, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal.